Und das ist Burani, der Sohn des Ferment Hill, aus der Zucht von Maja Kurzian Fleck in Bordesholm und dem Besitz von Sergei Litovchenko aus Russland, aus dem wunderbaren Moskau. Dort ist er nur in Besitzerhand und der Hengst hat einen eindrucksvollen, vorbildlichen Auftritt in der sportlichen Szene gehabt. Er war sowohl 2018 als auch 2019 Trakehner Reitpferde-Champion, ganz hoch platziert im Finale des Bundeschampionats des deutschen Reitpferdes. Burani ist der absolute Musterschüler im Stall. Ich reite ihn jetzt seit 2 Jahren. Er hat sich 3-, 4- und 5-jährig mit Spitzennoten fürs Bundeschampionat qualifiziert. Er ist für mich das absolute Ausbildungspferd mit der optimalen Arbeitseinstellung und macht jeden Tag einfach nur Spaß beim Reiten. Und ich erhoffe und erwarte einiges in der sportlichen Zukunft für uns beide. Ein Stutenstamm, der zurückgeht auf die Treckstute Bergfriede aus dem Hause Görke-Labö, der über Jahrzehnte immer regelmäßig Pferde für den Spring- und Vielseitigkeitssport hervorbrachte. Und die Mutter Basima, die Mutter von Burani, qualifizierte sich seinerzeit selbst zum Bundeschampionat des deutschen Vielseitigkeitspferdes und gehört damit als Hengstmutter hier auch zu denjenigen, die ihre Eigenleistung eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Burani ist ein Ausbildungspferd nach Gunst und Gaben. Und weil gerade dieser reiterliche Fortschritt im Vordergrund seiner derzeitigen Karriere steht, ist er ausschließlich über Tiefgefriersperma verfügbar. Aber seine bisher gefallenen Fohlen lassen große Hoffnungen erwarten, sodass es zu wünschen wäre, dass er züchterisch noch stärker frequentiert wird.